Im Rahmen von einer Weiterbildung für das Team von der Stiftung Edith Marion sind wir hier bei Michel Steiner, einem Co-Geschäftsleiter vom Schwarzen Peter. Das Thema von unserem Gespräch ist die Obdachlosigkeit in Basel. Mein Name ist Cori Valerio und danke, dass wir hier sein dürfen. Michel, ist die Obdachlosigkeit in Basel ein reales Problem? Ja. Ich würde es vielleicht ein bisschen erweitern. Obdachlosigkeit ist ein bisschen ein eingeschränkter Begriff. Wir reden eigentlich von der Wohnungslosigkeit. Also die Obdachlosigkeit, das besagt einfach die Leute, die das ganze Jahr quasi draußen schlafen, die sogenannten Rough Sleepers. Und Menschen, die zum Beispiel in der Notschlafstelle untergebracht sind. Aber wir haben ja hier die Meldeadresse für Menschen ohne festen Wohnsitz. Und der grössere Teil von diesen 350 Menschen sind nicht jetzt irgendwie draussen am Schlafen in der Notschlafstelle, sondern etwa zu zwei Drittel sind das Menschen, die so B&B machen, unfreiwillig. Das heisst, die haben eine Woche hier ein Sofa, eine Woche dort. Und von dem her, ich habe es gesagt, es sind 350 Menschen, die offiziell mit diesem Problem bei uns angemeldet sind. Würde ich sagen, ja, es ist sehr real. Wer ist betroffen von dieser Obdachlosigkeit? Das ist für mich vielleicht das Traurigste an dieser ganzen Geschichte. Also ich bin jetzt 12 Jahre hier im Schwarzen Peter. Als ich angefangen habe, haben wir vielleicht so 30 so Postfächle gehabt. Und das sind wirklich jetzt die Menschen gewesen, wo man es auch würde denken, dass sie nicht unbedingt eine Wohnung haben. Also vielleicht klassische Kloschar, Alkis vor dem Bahnhof oder Leute mit langjährigen Drogenproblemen und so. Und dann hat das eben massiv zugenommen, jetzt die letzten 6-7 Jahre. Und mittlerweile ist es so, dass der grössere Teil der Menschen, wenn die hier kommen, die Post abholen und dann nachher auf der anderen Seite auf der Elfe warten und du neben dran stehst, würdest du niemals auf die Idee kommen, dass sie wohnungslos sind. Also es hat sich verbreitet so in der ganzen Gesellschaft, also viele Leute kommen aus dem unteren Mittelstand, working poor. Man kann sie eigentlich gar nicht mehr so zusammenfassen. Das Einzige, was sie verbindet, das ist so die Armutsbetroffenheit. Wie wird man trotz unserem sozialen Netz obdach- oder wohnungslos? Was muss passieren, dass es überhaupt so weit kommt? Ja, das ist sehr oft so, dass so kleine soziale Schicksalsschläge länger mittlerweile, um in so eine Abwärtsspirale zu kommen. Also ein ganz wichtiger Grund ist zum Beispiel Trennung, also von Perlen oder wenn es sogar noch Kinder dabei hat. Da kommt man sehr schnell in so eine finanzielle Prekarität, kann die Miete nicht mehr zahlen und dann wird man irgendwie zwangsgeräumt. Das ist etwas, was man sehr oft hören. Es ist klar, die ganzen Sachen mit psychischen Erkrankungen oder eben auch Abhängigkeitserkrankungen, die bringen es auch mit sich, dass man einfach irgendwann mal vielleicht das Geld für anders ausgibt, wenn man eh nicht so viel hat und dann kommt es zu einer Kündigung. Und das grössere Problem ist dann eigentlich, dass es nachher, also wenn man einmal eine Wohnung verloren hat, dann kriegst du einfach keine mehr. Einerseits, weil es auf dem Markt nichts rum hat, wo man zahlen kann. Und andererseits, weil du dann einfach so ein Dolken im Heft hast. Also das heisst, wenn du schon einmal rausgefallen bist, wenn du eine Betreibung hast und so weiter, dann kriegst du sogar eine von den wenigen Wohnungen auf dem Markt nicht mehr. Wenn es zu einer Obdachlosigkeit kommt, von was ernähren sich die Menschen? Was passiert, wenn die Betroffenen krank werden oder zum Beispiel zum Zahnarzt müssen? Ja, die Ernährung ist manchmal schwierig tatsächlich, weil man ist ja unterwegs, also kannst du nicht einfach so die in die Küche zurückziehen. Es hat Angebote wie die Gassenküche, die super Essen zu einem sehr kleinen Preis anbietet, aber meine, da haben nicht alle unsere 350 Leute drinnen Platz. Eben, vielleicht kommst du ja bei jemandem unter, beim Kollegen und so, dann kannst du dort in der Küche etwas machen. Aber es ist tatsächlich schwierig, du musst einkaufen, musst vielleicht auch auswärts essen und das mit sehr wenig Geld. Also viele Leute sind Sozialhilfebezügerinnen, haben vorher schon sehr wenig Geld gehabt und wenn du keinen festen Wohnsitz hast, aus was für einem Grund auch immer, bekommt man noch weniger Sozialhilfe, weil es heisst dann, ja, du musst ja keinen Strom zahlen, aber
die Lebenshaltungskosten wären eigentlich höher. Das ist so eine bisschen sehr schräge Sache im System. Aber Essen geht irgendwie. Krankheit. Wir haben einmal ein paar Jahre so im Winter durch das ausprobiert mit einem Krankenzimmer, wo die Leute rein können, wenn sie wirklich grippig sind und doch nicht so krank, dass sie jetzt gerade ins Spital oder so. Das ist, ich weiß nicht aus welchem Grund, das ist nicht wirklich gelaufen, aber ich denke, die meisten Leute, die halten es irgendwie aus, halten sich über Wasser, und wenn dann wirklich etwas ist, dann läuft es über das Spital, und das ist ja dann also Notfall und sonst im Spital, und das steht den Leuten ja auch offen, normalerweise, also eben wenn sie Sozialhilfe haben oder IVEL, dann haben sie eine Krankenkasse und dann laufen die Sachen. Zahnarzt ist ein riesiges Problem, nicht jetzt nur bei den Leuten ohne Wohnungen, sondern also für mich auch, gerade wieder einer ist jetzt hier, und das Geld eigentlich nicht dafür. Aber das sind ja Kosten, die nicht unbedingt gedeckt sind, klar, so minimal. Kosten sind jetzt auch von der Sozialhilfe übernommen, aber es kommen da auch sehr viele Schamgefühle rein und so weiter. Das ist einfach, die ganze zahnärztliche Versorgung ist wirklich ein grosses Problem bei Menschen, die prekär unterwegs sind. Und es gibt jetzt aber dann ein Pilotprojekt, wo eine Stiftung finanziert. Ich weiß nicht, wie offiziell das schon ist, darum kann ich das jetzt noch nicht nennen, aber da werden wir, glaube ich, nächste Woche auch gerade noch mal eine Sitzung haben. Also da ist etwas angedenkt, so mit Flying Dentists, also so quasi, wo dann kostenlose Zahnarztversorgung in einem sehr niederschwelligen Rahmen angedenkt ist. Und das wird ausprobiert werden, und da sind wir auch mit in diesem Projektgrüppli. Was gibt es für Hilfestellungen für die Menschen, damit sie wieder eine Wohnung kriegen? Ja, da ist halt das Problem, dass die ganzen Hilfestellungen, die es gibt, die bringen relativ wenig, wenn die Hardware, also die Wohnungen, fehlen. Es gibt viele Institutionen, die sich mit dem beschäftigen, staatlich, nicht staatlich. Aber auch die, wenn du nichts zu vermitteln hast, dann ist die Hilfe relativ klein. Wenn wir beraten die Leute quasi in dem ganz wenigen innen. Wir bieten die Meldeadresse an, das ist eine offizielle Meldeadresse vom Kanton. Wir bieten Internetplätze an jeden Nachmittag, wo man sich bewerben kann für Wohnungen und so. Aber das ist relativ klein, was da möglich ist. Es hat jetzt so langsam, sind so ein bisschen kleinere Projekte am Laufen, die man ausprobiert, dass man keinen Wohnraum akquirieren kann, zusammen auch mit Stiftung oder auch zusammen mit Immobilien Basel-Stadt und die dann betreiben. Aber das ist alles noch so neue Spruchreife. So von dem her. Man ist so ein bisschen am Andenken, und wir haben ja eigentlich seit 2,5 Jahren ein Grundrecht auf Wohnen in Basel-Stadt, aber die Umsetzung, die hapert bis jetzt noch. Also die mittel- und längerfristige Umsetzung, die ist sowieso noch im grossen Rot. Die wird jetzt gerade behandelt, so in den nächsten Monaten. Und im kurzfristigen Bereich ist wirklich bis jetzt sehr, sehr wenig gelaufen. Basel gibt sich immer sehr sozial. Ist es so, dass Basel auch so sozial ist? Was verlangt das Thema von der Politik? Ja, wie gesagt, wir haben hier eigentlich den Ball vorgelegt. Also die Initiative für das Recht auf Wohnen ist unter anderem auf unserem Mist gewachsen, also zusammen mit anderen Institutionen, die sich in dem Netzwerk Wohnungsnot zusammengeschlossen hat. Wir haben einen Verfassungsartikel können parkieren mit einer deutlichen Mehrheit. Man müsste es jetzt noch umsetzen, und zwar im Sinn der Abstimmenden, und da bin ich im Moment noch ein bisschen am Zweifeln. Also die Gesetzesvorlage für die Ausführung, die ist noch nicht in unserem Sinne. Und da zeigen sich so ein bisschen die Mehrheitsverhältnisse, wo sich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu fest ändern werden. Es ist schwierig, man hat es noch nicht wirklich wahrgenommen ganz breit in der Politik, dass es eine Not ist und dass es auch Notmaßnahmen braucht. Man ist da immer noch so ein bisschen am Umlavieren und weiß nicht, was es da noch braucht von unserer Seite. Was ist denn das grösste Problem für obdachlose Menschen?
Also letztendlich, das, was viele sagen, das allergrösste Problem ist der Mangel an Privatsphäre. Klar, es gibt viele andere, es ist umständlich, du bist vielleicht in einer Notschlafstelle, musst am 8. raus, dann kannst du in die Gassenküche, dann musst du dort wieder raus um 9:30, dann gehst du vielleicht an die Waldstrasse und so weiter. Also das ist natürlich sehr anstrengend, dann kommst du nicht zur Ruhe, aber einfach nicht etwas Eigenes haben, keine Privatsphäre, nicht zu Abend können heim kommen und den Schlüssel drehen und dann bin ich bei mir daheim, niemand schaut zu mir und ich fühle mich in Sicherheit. Das ist eigentlich, denke ich, so auf der seelischen Ebene das ganz, ganz grosse Problem. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und vor allem vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Danke auch und gerne geschehen.